Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück bei mir FIFA 21 Karrieremodus und zum Start eines komplett neuen Formats hier auf diesem Kanal. Das Ganze gab es als Beispiel schon im englischsprachigen Raum und der Hansus hat das Ganze auch schon hier in Deutschland quasi als erster gemacht. Es handelt sich dabei um die Karrieresimulation. In der heutigen Premierenfolge haben wir Marco Reus am Start und genau das ist auch die Art von Spieler, die ich in diese Karrieresimulation mit reinnehmen möchte. Und zwar Spieler, die aufgrund als Beispiel von einer Verletzung oder sonstigen Gründen es eben nicht geschafft haben, ihr unfassbares Potenzial, was ihm immer nachgesagt wurde, überhaupt zu erreichen. Bei Reus ist es natürlich ganz klar, da waren es vor allen Dingen die Verletzungen, die ihn immer jedes Mal zurückgeworfen haben und ihn eben nicht als Beispiel heute beim FC Barcelona oder Real Madrid spielen lassen haben. Aber was wäre eigentlich, wenn Marco Reus niemals so anfällig für Verletzungen gewesen wäre? Das werden wir heute herausfinden. Wir starten also die Karriere beim BVB mit Marco Reus, eben sein aktueller Verein. Dabei ist aber ein bisschen was anders. Einmal ist er einige Jahre jünger, nämlich 18 Jahre junge. So alt wird jeder Spieler zum Start der Karriere sein. Sein Potenzial, das liegt quasi bei seinem besten Potenzial, welches er jemals im FIFA-Karrieremodus hatte, nämlich 88 und seine Gesamtstärke auch um 12 gesunken, von 84 auf 72. Dabei hat der gute Marco aber nicht irgendwelche Werte, sondern ich habe schon versucht, die so ein bisschen auf den damaligen Marco Reus anzupassen, als Flügelspieler noch viel, viel mehr Tempo als eben heutzutage. Dafür aber seine Position, genau wie eben heute, ZOM, nicht der Flügelspieler und als Nebenposition noch Mittelstürmer. Und so werden wir also Jahr für Jahr gucken, wie sich Marco Reus entwickeln wird. Es beginnt also bei seiner aktuellen Station, nämlich beim BVB, wo er aktuell nur die dritte Kraft sein wird. Auf der ZOM-Position hinter Julian Brandt natürlich ganz klar und Giovanni Reyna, der eben falls eine bessere Gesamtstärke hat. Freunde, bevor wir jetzt aber loslegen, wenn ihr die Idee feiert, dann lasst auf jeden Fall gerne mal hier zum Start von dem ganzen Format hier einen Daumen nach oben, da würde mich mega freuen, Kommentar für den Algorithmus und natürlich auch Vorschläge für weitere Spieler, die eben in dieses Schema reinpassen, was ich euch genannt hatte, Freunde, würde mich auf jeden Fall interessieren, welche Spieler ihr da sehen möchtet. Like gerne Vorschläge hoch und zu guter Letzt Abo und die Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Nebenbei werden wir auch jedes Jahr aufs Neue gucken, welche Spieler eben auf der einen Seite für das Team of the Year nominiert wurden, auf der anderen Seite eben, welche vier Spieler für den Ballon d'Or nominiert wurden und wer den Ballon d'Or letztendlich auch gewinnen konnte. Vielleicht schafft es ja Marco Reus in diesem Video einen Weltfußballertitel zu gewinnen. Sei oder wäre ihm auf jeden Fall gegönnt. Der erste Spieler des Jahres ist, denke ich mal, relativ klar. Den Ballon d'Or, den Weltfußballertitel, gewinnt Cristiano Ronaldo. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sollte er jetzt wieder auf einem Level sein, was die Ballon d'Or-Dinger angeht mit Messi. Dann eben noch das erste Team of the Year, wo wir ausschließlich gefühlt Spieler von entweder Liverpool, Bayern oder Real Madrid drin haben. Und die einzige Ausnahme ist da irgendwie Neymar, der eben bei Paris spielt. Und Varane, der aber hier in der Karriere halt zu Inter gegangen ist. Für den Jungspund Marco gibt es dann auch in der Wintertransferphase eine sehr, sehr gute Nachricht. Und zwar hat nach der Transferphase der FC Arsenal die Ausstiegsklausel von Julian Brandt gezogen, die bei knappen 70 Millionen Euro liegt. Das heißt, die einzige Konkurrenz für Marco Reus auf der 10er Position ist jetzt eben noch Giovanni Reyna und er rückt quasi eine Position auf und ist jetzt quasi dann die Nummer 2. Doch wie lief jetzt eigentlich die erste Saison für einen Marco Reus, der nicht verletzungsanfällig ist, der wieder 18 Jahre jung ist, der eine 72er Gesamtstärke hatte, sich wieder hinten anstellen musste, als eigentlicher Publikumsliebling, als absoluter Fanliebling bei Schwarz-Gelb. Wir gucken auf jeden Fall mal rein. Natürlich erstmal auf den BVB bei seinem aktuellen Verein. Da wurde unter anderem die Meisterschaft gewonnen. 2 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. 75 Zähler am Ende und damit schon mal den ersten Titel gewonnen. Im Pokal wiederum sehr, sehr bitter in Runde 3. Wir haben zwar heimgespielt, aber trotzdem 2-0 gegen Frankfurt verloren. In der Champions League sind wir auch nur als Gruppenzweiter weitergekommen und hatten dann mit Real Madrid auch ein wirklich schweres Los im Achtelfinale, welches wir leider Gottes nicht bezwingen konnten. Zu guter Letzt blicken wir jetzt also noch auf Marco Reus. Der konnte in seinem ersten Jahr 17 Spiele immerhin machen, also sogar mehr als Giovanni Reyna. Auf der anderen Seite die Scorer aber nicht wirklich weltbewegend. Gerade mal ein Tor und 2 Vorlagen. Damit zählt er halt eher zu den schlechtesten Scorern der Mannschaft. Dafür wiederum konnte er 4 Gesamtstärken gewinnen. Von 72 auf 76 hoch und damit schon mal plus 4 bei den Gesamtstärken. Dazu hat er jetzt auch immerhin schon mal seinen ersten Titel gewonnen, die erste Meisterschale für Marco Reus überhaupt in seiner Karriere. Das ist auch, würde ich mal sagen, ein ganz, ganz netter Erfolg, auch wenn sein Beitrag dafür nicht so groß war. Und zu guter Letzt sein Potenzial, das ist leicht gesunken von 88 auf 86, ist aber, glaube ich, auch kein Weltuntergang bei den wenigen Einsätzen und jetzt nicht so überragenden Leistungen.
Und damit, Freunde, ist die erste Saison jetzt also auch Geschichte. Wir haben es also schon mal geschafft, die erste von einigen Saisons, die noch folgen werden. Mal gucken, wo die Reise von Marco Reus hingehen wird. Wir werden ihn natürlich Schritt für Schritt begleiten. Bei jedem Verein werde ich eben auch das Traineramt über die Cheat Engine übernehmen. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, wie es läuft in Saison Nummer 2. Für Saison Nummer 2 gibt es jetzt erstmal eine komplett neue Formation. Wir spielen ein 4-5-1 mit zwei Zehnern, einem Achter, eben noch links und rechts Mittelfeld, Haaland ganz vorne in der Sturmspitze, dann eben die Doppelzehn mit Reus und Reina, Sancho und Hazard auf den Flügeln, dann als alleiniger quasi Sechser, Achter, wie man es auch immer sagen möchte. Rest der Mannschaft könnt ihr ja selber sehen und ich bin gespannt, wie die zweite Saison jetzt für Marco Reus laufen wird, wenn er vielleicht noch ein paar mehr Einsätze bekommt. Wir kommen jetzt aber erstmal zur Vergabe des Ballon d'Ors und da konnte unser Teamkollege Erling Braut Haaland den Weltfußballer-Titel gewinnen. Unfassbar, habe ich auch, glaube ich, noch nie erlebt, dass so ein junger Spieler schon im zweiten Jahr im Karrieremodus einfach mal den Weltfußballer-Titel gewinnt. Komischerweise ist dann aber der Weltfußballer irgendwie auch so gut wie nie im Team of the Year vertreten. Da haben wir im Sturm Sterling und Mbappé und im Mittelfeld dann Sancho, aber eben kein Haaland. Jetzt wird es aber interessant, denn wir blicken mal darauf, wie die zweite Saison geendet ist. Wie lief die Saison für den BVB und vor allen Dingen, wie lief die Saison für Marco Reus? In der Liga hast du schon mal eine leichte Verschlechterung. Wir sind nur Vierter, letzte Saison Meister geworden, aber auch mit den Punkten von letzter Saison wären wir dieses Jahr nur Vierter geworden. Alle haben mehr, Leverkusen, Leipzig und Bayern, die Meister wurden. Im Pokal mal wieder, war es letztes Jahr eigentlich nicht auch schon Runde 3, aber auf jeden Fall wieder viel zu früh ausgeschieden. Wieder mal heim und wieder mal verlieren wir als Favorit gegen diesmal den VfB Stuttgart. Über die Champions League will ich... Nee. Da will ich echt kein Wort drüber verlieren. Wir haben den Weltfußballer bei uns im Team und werden Dritter hinter Besiktas. In welcher Welt? Und dann in der Europa League auch noch im Viertelfinale mit 4:5 gegen Atalanta verloren. Also, wir haben wirklich die Scheiße am Fuß. Ansonsten war die Saison für Marco Reus jetzt aber auch nicht so der absolute Burner. Also, das teilt sich quasi schon so ein bisschen mit dem BVB. 15 Einsätze, die gerade mal dazukommen. 3 Tore, also allgemein 3 Scorer kommen dazu. Das Potenzial bleibt aber dennoch immerhin bei 86. Das ist, würde ich mal sagen, das einzig Positive. Titel kommen keine dazu, persönliche Titel genauso wenig. Und ansonsten war diese Saison schon ein ziemlich dicker Reinfall, kann man sagen. Die Werte von Reus sehen aber schon echt nicht schlecht aus, wenn ich mir das angucke. 19 Jahre jung, 89 Tempo, 75 Schießen, 75 Passen, 77 Dribbling. Also ich glaube, trotz alledem, auch wenn wir zwei ziemliche Flop-Jahre jetzt hinter uns gebracht haben, wird die Karriere von Marco Reus definitiv noch anziehen. Vielleicht ist es ja mal auch an der Zeit für den BVB, sich von Marco Reus zu verabschieden. Natürlich in echt unvorstellbar quasi, der hat Bayern und sonstige Dinge abgelehnt, um bei Schwarz-Gelb zu bleiben. Aber um die Karriere voranzubringen, wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und genau das leiten wir auch in die Wege. BVB kassiert 41,2 Millionen von Benfica Lissabon. Das heißt, es geht jetzt erstmal in eine schlechtere Liga zu einem der besten Vereine aus dieser Liga mit Benfica Lissabon. Über 40 Millionen Euro bezahlt und ich bin gespannt, wie Marco Reus sich jetzt also in Portugal machen wird. Und wie ich es ja auch schon erwähnt hatte, wird Marco Reus nicht alleine gelassen auf seiner Reise, sondern wir folgen ihm auf Schritt und Tritt und werden damit auch neuer Benfica-Lissabon-Trainer. Und damit hat Benfica Lissabon jetzt Marco Reus als Spieler und auch Marco Reus als Trainer. Hier bei Benfica sehe ich auf jeden Fall die Chance für Reus, gerade als Stammspieler, sich eben mega gut zu entwickeln. Hoffentlich wird er auch Stammspieler sein. Ich sehe ansonsten niemanden, der eben ZOM spielen kann und eben eine bessere Gesamtstärke hat. Also es gibt ZMs, die haben die gleiche Gesamtstärke, wie ihr auch schon gerade gesehen habt, aber keiner ist besser. Das heißt, Reus wird hoffentlich gesetzt sein. Hoffentlich setzt der Assistenztrainer ihn auch ein und hoffentlich wird er sich richtig gut entwickeln. Wie immer blicken wir natürlich nicht zuerst auf irgendwelche Endergebnisse von diesem Jahr jetzt hier in der Liga Nosse, sondern natürlich zuerst auf die Vergabe des Weltfußballerpreises. Auch wenn Marco Reus noch elendig lange davon entfernt sein wird oder aktuell eben noch ist, wird das aber ein sehr guter Kollege von ihm mit Robert Lewandowski, sei ihm auf jeden Fall gegönnt für das eine Jahr, wo er den Ballon d'Or nicht gewonnen hat. Team of the Year ist auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen abwechslungsreicher, wobei ich habe nichts gesagt, wenn ich mir jetzt gerade die Liste durchgucke, das sind auch eigentlich nur Spieler von Bayern, Barcelona und Liverpool. Und mal wieder einer von Paris dabei mit Mbappé.
Wer auch sonst. Jetzt aber, Freunde, die Saison findet ihr Ende. Ich sehe schon ein Pokalfinale, das Derby, das Lissabonner Derby, wenn man so sagt. Zwischen Sporting und Benfica haben wir schon mal leider verloren mit 1:0. Bittere Pille, aber kann man nichts gegen machen. Dafür haben wir aber einen weiteren Ligatitel gewonnen. 89 Zähler, am Ende 6 Punkte Vorsprung und portugiesischer Meister geworden. Den Pokal hatte ich ja gerade eben schon angesprochen. Leider Gottes im Finale mit 1:0 gegen Sporting verloren. Bittere Pille, aber machst du nichts gegen. Und zu guter Letzt die Europa League. Da sind wir locker easy durch die Gruppenphase gekommen und im Viertelfinale war nach Elfmeterschießen ganz, ganz bitter gegen OGC Nizza Schluss. Und wow, für Marco Reus war das hier wirklich ein sehr, sehr fruchtbares Jahr. 54 Spiele kommen dazu, 29 Tore erzielt, 9 Vorlagen, 1 Titel und sein Potenzial steigt auf 89. Und die Werte, die sehen schon verdammt, verdammt lecker aus. 93 Tempo mittlerweile, 76 Schießen, 79 Passen, 85 Dribbling. Also wir haben hier wirklich den Marco Reus, der fast auf seinem Bestlevel angekommen ist. Keine 5 Tage in Saison Nummer 4 angekommen und die guten Leistungen von Marco Reus, sie sind nicht unbemerkt geblieben. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 101,2 Millionen wird gezogen von Manchester City. Die Reise von Reus geht also weiter nach dem Start in der Bundesliga. Beim BVB geht es also über eine Zwischenstation in Portugal bei Benfica, jetzt in die Premier League zu Manchester City. 101 Millionen Euro Ablösesumme, die neue Nummer 29 bei Man City. Bei den Sky Blues also eine wirklich richtig wilde Truppe und ich hoffe, Reus kann sich da nochmal ein Stück steigern. Und wie immer ist Marco Reus natürlich nicht der Einzige, der zu Manchester City wechselt, sondern der neue Boss heißt ebenfalls Marco Reus. Ja, das ist richtig. Bei Man City sieht die beste Elf folgendermaßen aus. Der Kader ist vielleicht nicht auf dem absoluten Höhepunkt, aber Marco Reus dafür. Auf der ZOM-Position mit einer 84er Gesamtstärke ganz vorne Jesus, dahinter De Bruyne und Rodri. Im Tor natürlich Ederson, eine ziemlich wilde Bank mit Leuten wie Foden oder Bailey. Und ansonsten könnt ihr den Rest der Mannschaft ja sehen. Also auf alle Fälle eine Steigerung im Vergleich zu Benfica vorher. Aber gut, Marco Reus ist natürlich auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. 21 Jahre ist er aktuell junge, 84er Gesamtstärke hat er schon. Ich bin gespannt, wohin es noch gehen wird mit ihm. Zuallererst will man natürlich die Weltfußballerwahl. Da ist es dieses Jahr Kylian Mbappé geworden. Der, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Karriere, beziehungsweise auch hier im FIFA-Karrieremodus in FIFA 21, den Weltfußballertitel gewinnen kann. Und Mbappé ist auch tatsächlich der erste Weltfußballer, der im Team of the Year steht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es bei Lever gerade genauso war, dass er wieder nicht immer, also dass der Weltfußballer wieder nicht im Team of the Year war, aber ansonsten haben wir hier Spieler dabei von Atletico, wie immer Liverpool, Bayern mit Marquinhos, Liverpool mit Robertson, Liverpool mit Fabinho, Bayern mit Kimmich, Neymar auch mal wieder am Start, Casemiro, Mbappé und Joao Felix. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu Manchester City und zur vierten Saison von Marco Reus, die erste hier in England in der Premier League bei City. In der Liga lief es ziemlich gut, wir sind Zweiter geworden, 84 Zähler, gut 9 Punkte Abstand auf den Meister, auf Liverpool, aber das kann man glaube ich mal verkraften. Die anderen Wettbewerbe liefen dafür nicht so gut. FA Cup sind wir auf alle Fälle nicht, ja okay doch, immerhin in Runde 5 ausgeschieden, dann aber gegen Arsenal. Im Carabao Cup auch im Viertelfinale 2:4 gegen die Wolves verloren. Und über das internationale Geschäft will ich alleine schon aus dem Grund nicht reden, dass Manchester City sich im Vorhinein nur für die Europa League qualifiziert hatte und wir am Ende dann dieses Ding halt nicht mal gewinnen, sondern relativ früh sogar ausscheiden, nämlich im Achtelfinale gegen Piemonte Calcio gibt es ein saftiges 4:1 Endergebnis für Piemonte. Allgemein war die Saison für Marco Reus jetzt nicht unbedingt das Wahre. Er ist zwar viertbester Scorer geworden, aber trotz alledem 50 Spiele kommen obendrauf, 18 Scorer, aber nur 9 Tore, 9 Vorlagen. Allgemein die Saison bei City war jetzt nicht die beste, egal ob es auf die Vereinsebenen Erfolge sind oder eben jetzt auf persönlicher Ebene für Marco Reus. Seine Gesamtstärke konnte er um 3 steigern, das hatte ich glaube ich gerade vergessen bei Benfica zu erwähnen. Da waren sogar 6 Gesamtstärken, die er dazu gewonnen hat. Von 78 auf 84, jetzt von 84 auf 87 und sein Potenzial, hattet ihr auch gerade schon gesehen, ist von 89 auf 91 gestiegen. Eine Saison später und wir ändern schon mal alles, was in dieser Manchester City Mannschaft zu ändern ist. Marco Reus auf der 10er Position, De Bruyne zum Glück auf der 8, aufgrund dessen, dass er eben auch 8er ist, also ZM von der Position. Ansonsten ist diese Mannschaft hier aber auf alle Fälle viel, viel besser als das, was wir letzte Saison noch hatten.
Zuallererst wie immer der Blick auf Weltfußballer und Team of the Year. Dieses Jahr Weltfußballer Ansu Fati müsste das sein. Hat zwar kein Gameface, aber ja, es ist Ansu Fati vom FC Barcelona, der mittlerweile im Jahre 2024 auch schon definitiv über 20 Jahre alt ist. Dementsprechend schon wahrscheinlich von der Gesamtstärke in den 90er-Bereich geht und wahrscheinlich dementsprechend auch verdient den Ballon d'Or gewinnt. Mit den Leistungen letzter Saison allgemein von City, aber auch natürlich von Marco Reus, ist es glaube ich nicht zu erwarten, dass irgendein Spieler von City oder eben Marco Reus hier dieses Jahr im Team of the Year steht. Aber diese Saison scheint viel besser zu laufen. Sie ist schon mal vorbei, aber ein Spiel bleibt noch offen. Ihr seht es, Freunde, neutraler Spielort. Champions League Finale gegen Atletico Madrid. Nebenbei konnten wir auch den Meistertitel gewinnen. Also dieses Jahr lief es viel, viel, viel besser. 12 Punkte Vorsprung am Ende vor Tottenham. 16 auf Manchester United. 17 auf den FC Arsenal und Liverpool. Der letztjährige Meister dieses Jahr nur auf der 5 liegend. Pokale haben wir dieses Jahr leider Gottes weder den FA Cup noch den Carabao Cup gewonnen. Und zum Glück war diese Saison mal wieder eine Steigerung für Marco Reus. 4 Gesamtstärken erstmal gewonnen, von 87 auf 91 hoch. Wieder mal über 50 Einsätze gesammelt, in denen er 15 Tore und 8 Vorlagen beisteuern konnte. 23 Spiele ohne Gegentor. 2 Titel kommen übrigens auch noch dazu, zumindest auf Vereinsebene. Hoffentlich jetzt also mit 91er Gesamtstärke in den nächsten Saisons auch mal die ersten persönlichen Titel, wie als Beispiel im Team of the Year stehen oder der erste Ballon d'Or. Hätte ich auch nichts gegen. Ich weiß auch gar nicht, wann der letzte Deutsche überhaupt mal einen Weltfußballertitel gewonnen hat. Wenn ihr es wisst, schreibt es sehr gerne unten rein in die Kommentare. Für uns wird es jetzt aber auch noch an der Zeit, das Champions League Finale zu simulieren gegen Atletico Madrid. Das Ganze natürlich in der Schnellsimulation und es wird ein 4:1 Sieg. Foden, Sterling mit dem Doppelpack und davor Ferran Torres. Wir scheren uns 4 Tore und am Ende ist es auch eine ganz, ganz eindeutige Kiste mit dem 4:1. Absolutes Weekend League Spiel. Wir hatten 4 Schüsse, Atletico hatte 5 und wir gewinnen 4:1. Und da haben wir es also, Saison Nummer 6, die ersten Titel wurden gewonnen, Champions League, Liga bei Manchester City und daraufhin verlassen wir das ganze Boot hier, denn es geht nach Spanien. La Liga und vor allen Dingen Real Madrid rufen, ist denke ich mal auch ein Verein, der Jahre über Reus und seine Karriere verfolgt hatte, aber natürlich wahrscheinlich auch aufgrund seiner Verletzungen immer wieder abgeneigt war, diese Verpflichtung durchzuführen. Marco Reus ist jetzt aber kein Verletzungsanfälliger mehr, 23 Jahre jung, 91er Gesamtstärke und der Wechsel zu Real Madrid für 165 Millionen wird unter Dach und Fach gebracht. Und da haben wir ihn jetzt also. Real Madrid holt Starspieler Reus von Manchester City und ich kann nur hoffen, dass es genau der richtige Schritt für ihn ist und er bei Real Madrid jetzt endlich auch mal den Ballon d'Or gewinnen kann. Nebenbei, ihr kennt es natürlich, Freunde, unterschreibe ich natürlich auch bei der Trainerstelle bei Real Madrid. Und die Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Ist nicht unbedingt stärker als das, was wir bei Manchester City hatten. Vor allen Dingen Ødegaard und Madison so ein bisschen außerhalb der Position. Auch Reus ganz vorne. Wir müssen ihn umtrainieren, Freunde. Vom ZOM mit Summe, Mittelstürmer auf den Flügeln, aber dafür wieder sehr stark mit Rodrigo und Vinicius. Courtois im Tor auch mega gut. Also trotz alledem eine wirklich ordentliche Truppe, die wir hier haben. Positionswechsel abgeschlossen. Vielleicht auch gar nicht immer so schlechte für die Werte von Reus. Ihr seht es, Freunde, Tempo liegt bei 99. Schießen aber nur bei 82. Passen dafür auch bei 85. Dribbling bei 91. Also ist es mal auch an der Zeit, jetzt den Schuss ein wenig zu trainieren. Der nächste Ballon d'Or-Träger, es ist ein Engländer. Auch das ist, glaube ich, super, super lange her. Es ist Raheem Sterling von Manchester City. Leider Gottes von dem Verein, den wir gerade verlassen hatten, aber es ist nicht so tragisch. Also gibt bestimmt Schlimmeres, als jetzt nur bei Real Madrid zu spielen und vielleicht nächstes Jahr oder so den Ballon d'Or zu gewinnen. Dafür, Leute, sehe ich hier aber auch schon Marco Reus und ganz, ganz viele Manchester City Spieler. Das heißt, wenn so oder so im Team of the Year gelandet ist, ist fast eine komplette Manchester City Mannschaft. Bis auf eben 2 Spieler von Real Madrid mit einmal Marco Reus und Valverde. Und ansonsten ist das halt wirklich eine komplette Manchester City Mannschaft. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und der gute Marco findet jetzt wohl so richtig Gefallen daran, den Champions League Titel zu gewinnen. Denn ein Jahr später steht Real Madrid ein erneutes Mal mit also Marco Reus im Champions League Finale. Und in diesem geht es ran gegen Manchester United. Und ich glaube, da werden auch einige City-Fans von letzter Saison glücklich, wenn wir die besiegen. Ansonsten erstmal der Blick auf die Liga. Da können wir einen weiteren Ligatitel einstreichen. 5 Punkte Vorsprung am Ende vor Atletico Madrid, 7 vor Barcelona und der nächste Titel eingesackt. Dafür im Pokal im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Sporting Gijón ausgeschieden. Jetzt geht's also um die Wurst, Freunde. Champions League-Finale gegen Man United mit Højbjerg, mit Richarlison.
Palhinha, Hamsel, Lenglet und Varane in der Innenverteidigung, Henderson im Tor, Grimaldo in der Linksverteidigung. Es wird natürlich mal wieder die Schnellsimulation werden, ne? Die das ganze Ding hier entscheiden wird. Wir gehen also rein in das Ganze und es ist ein 2:1 Sieg. Marco Reus erstmal mit dem Ausgleich. Rodrigo macht am Ende dann den Deckel drauf. 2:1 Sieg im Finale gegen Man United. Ich kann jetzt hier gerade auch nicht mehr hochscrollen, aber ihr habt es, denke ich mal, im kurzen Moment gesehen. Reus auf alle Fälle mit dem Tor, daneben Rodrigo und der zweite Champions League-Titel im zweiten Jahr in Folge. Und das war eine absolute Sahnesaison. 56 Einsätze kommen dazu. Dazu ein Platz im Team of the Year. Dazu der Ligatitel, der Champions League-Titel und 27 Tore sowie 12 Vorlagen, 18 Spiele ohne Gegentor. Eine Mega-Saison von Marco Reus. Von der Gesamtstärke her nicht verbessert. Potenzial ist auch immer noch bei 92. Aber vielleicht wird es ja im nächsten Jahr nochmal was mit vielleicht 92, 93 oder sonst was. Und tatsächlich hat Marco Reus es jetzt also geschafft, im Übergang von Saison Nummer 6 zu Saison Nummer 7 seine Gesamtstärke zu steigern von 91 auf 92. Aber vielleicht geht da ja noch was. Wir trainieren ihn weiterhin als Stürmer, als Mittelstürmer mit 92er Gesamtstärke und 24 Jahren, die er mittlerweile alt ist. Oha, Leute. Und jetzt kommt die Spannung. Wir sind angekommen im Dezember. Die Spieler des Jahres mal zur Auswahl stehen. Drei Kandidaten von Real Madrid neben Mbappé mit Vinicius, Rodrigo oder Marco Reus. Und Freunde, es ist passiert. Marco Reus gewinnt den Weltfußballertitel. Das ist doch mal, würde ich sagen, ein sehr, sehr abrundender Abschluss für diese letzte Saison. Vielleicht auch schon mit Marco Reus, 24 Jahre alt, mehrere Male jetzt schon Ligatitel gewonnen, Champions League-Titel gewonnen, im Team of the Year gestanden und eben jetzt auch endlich den Ballon d'Or gewonnen. Und wenn das nicht schon reicht, dann stehen wir jetzt auch 2 Jahre in Folge mit Marco Reus eben im Team of the Year. Neben einigen anderen Real Madrid-Kollegen wie als Beispiel Mondi, Soyuncu, Hermoso oder als Beispiel auch Valverde. Und damit, Freunde, Saison Nummer 7 im Jahre 2027. Wir blicken also ein allerletztes Mal auf die Endresultate und auf eben die Werte von Marco Reus natürlich auch. Wir machen es mal kurz und knapp. Die Liga war ein unfassbar knappes Rennen gegen Barcelona und Atletico. 1 bzw. 2 Punkte entscheiden das Ganze hier. Den Pokal konnten wir dieses Jahr tatsächlich auch gewinnen. Im Finale ging es ran gegen den CD Teneriffa und da haben wir halt mit 1:0 nur auch gewonnen, aber immerhin Pokal. Dafür war dieses Jahr leider Gottes etwas früher in der Champions League Schluss im Viertelfinale durch die Auswärtstorregel sehr, sehr bitter gegen Piemonte ausgeschieden. Und auch die letzte Saison war ein voller Erfolg für Marco Reus, nicht nur was die Titel angeht, sondern auch die Spiele in der Gesamtstärke auf 93 gestiegen, 57 Spiele gemacht, 25 Tore erzielt, 10 Vorlagen ebenfalls noch dazu, 2 Titel gewonnen, den Ballon d'Or und zu guter Letzt natürlich auch noch der Platz im Team of the Year. So, Freunde, da haben wir sie jetzt also, die komplette Karrieresimulation des Marco Reus. Ihr seht nochmal alle Werte zusammengefasst. Er hat also am Ende eine 93er Gesamtstärke erreicht. Wir sind von einer 72 gestartet. Das Potenzial war am Anfang bei 88, ist mittlerweile bei 93. Das Alter, wir haben mit 18 begonnen. Mittlerweile ist er 24 Jahre alt. In 7 Saisons konnte er 109 Tore erzielen, 50 Assists geben, hat 8 Titel gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. 5 Ligatitel in 3 verschiedenen, nee, sogar 4 verschiedene Nationen. Einen Pokal in Spanien und 2 Champions League-Titel. Die Vereine seht ihr da auch nochmal mit dem BVB, Benfica, Lissabon, Manchester City und Real Madrid. 307,5 Millionen Euro wurden für den Deutschen investiert und einen Ballon d'Or-Titel sowie 2-mal im Team of the Year konnte er auch noch vollbringen. Zu guter Letzt, Freunde, natürlich die Verabschiedung. Ich hoffe, die erste Karrieresimulation von Marco Reus hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Vorschläge für weitere Spieler, mit denen wir eben sowas machen sollen. Und in die Kommentare lasst gerne ein Like da, wenn ihr eben mehr von solchen Videos sehen möchtet, von der Art hier. Und ansonsten Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, like gerne Vorschläge hoch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und... tschüss. Genau.